diese eine Sache vergessen 99% der Menschen bei der Krisenversorgung, bei der Vorbereitung für eine Lebensmittelknappheit oder wenn es auch mal der Strom ausfällt bzw. zu einem Blackout kommt. Wir befinden uns gerade in sehr schwierigen Zeiten. Inflation, mögliche Krise, Blackout, Lebensmittel werden gehortet, Vorräte werden angelegt und so weiter und so fort. Und ich sehe auch sehr viele Leute, wie sie halt Vorräte anlegen, wie sie Pilze sammeln, Wildkräuter sammeln, die trocknen, Tinkturen anlegen, einkochen, fermentieren, sich Lebensmittel auch zukaufen und so weiter und so fort. Und ich sehe halt immer wieder sehr viele, die halt diesen Punkt halt vergessen, und ich spreche halt hier vom Fasten. Ich bin momentan wieder auf, wenn ich dieses Video hier drehe, 20 Tage am Saftfasten. Ich werde nur wahrscheinlich den ganzen Monat durchziehen, also 30 Tage möchte ich zum Beispiel machen, nur so nebenbei. Und den Punkt vergessen halt einfach sehr viele. Und damit meine ich einfach so gesehen, dass man sich auch vielleicht mal vorbereiten sollte, dass man ein, zwei oder drei Tage mal nichts isst, sondern nur zum Beispiel Wasser oder Tee trinkt und dabei auch nicht die Kontrolle verliert. Ja. Selbst dieses kurzzeitige Fasten stellt für sehr viele Leute ein Problem dar. Manche Leute essen schon alle 2 Stunden, damit sie halt irgendwas im Magen haben, oder ich kenne auch Leute, die essen den ganzen Tag etwas, haben immer ständig irgendwas im Mund, und wenn die mal Hunger bekommen, dann sind sie auch oft gereizt, gestresst, genervt oder sind auch nicht mehr so ganz konzentrationsfähig. Habe ich auch schon alles erlebt, auch an eigenem Leib, sage ich mal. Ich habe ja auch alles mit der schleimfreien Heilkost und dem Fasten angefangen, deswegen kann ich auch hier aus Erfahrung sprechen. Und da ist halt auch ein Problem bei der ganzen Sache, dass uns schon auch von klein auf gesagt worden ist, dass wir halt die ganze Zeit essen müssen, 2, 3, 4, 5 Mahlzeiten essen sollen, ist auch gesellschaftlich okay, ist halt auch immer zwischen den Hauptmahlzeiten immer was zwischendurch zu essen, Kaffee, Kuchen, Süßigkeiten. Uns wurden auch diese ganzen Kalorien- und Nährstofftheorien eingebläut mit ganzen Mangelerscheinungen, alles ganze Glaubenssätze, die auch dazu beitragen können, dass das Fasten uns nochmal zusätzlich schwerfällt. What the hell are you talking about? Vorherigen Videos zur schleimfreien Heilkost, der veganen Rohkost und auch dem Fasten habe ich es ja schon oft genug erwähnt, dass halt solche Grundnahrungsmittel wie Brot, Milch, Fleisch, Gewürze und alles Mögliche einfach mit dafür verantwortlich sind, dass wir auch Hunger bekommen, weil der Hunger nichts anderes ist als eine Ergiftungserscheinung, was wir halt als Mangelerscheinung oder beziehungsweise auch als natürlich interpretieren. Wenn man dann den Weg geht Richtung schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost oder auch dem Fasten, dann merkt man einfach, dass der Hunger kein richtiger Hunger war und dass sich sozusagen auch verläuft und das halt einfach nur eine Art Entgiftung ist, und das sollte halt einfach den Leuten bewusst werden, und da muss man halt erstmal die Hürde bewältigen können. Diese Mangelerscheinungen bzw. Entgiftungen von Altlasten sorgen ja auch dafür, dass die Leute genervt sind, sauer, aggressiv, schlapp, müde, können nicht klar denken, werden auch unruhig, weil sie ja meinen, sie würden vielleicht verhungern, wenn sie mal einen größeren Hunger haben, und können den halt mal nicht abwarten oder ein, zwei Stunden mal warten, was anderes tun und dann merken, dass der Hunger eigentlich vergeht. Und das muss man halt erstmal, diese Entgiftungsheilkrisen müssen erstmal, sagen wir mal, wie eine Wand überschritten werden, bezwungen werden, sage ich mal, bis man dann die Vorteile vom Fasten auch einfach, ja, erkennt. Also einerseits zum Beispiel die Ruhe, die man einfach bekommt, dass man dann runterfährt, zu sich selber kommt und auch in solchen extremen Situationen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt nicht Lebensmittel zur Verfügung hat für einige Tage, dass man ruhig und gelassen bleibt und weiß, okay, ich habe schon mal gefastet, da komme ich nochmal ziemlich gut durch. Weitere Vorteile sind, dass halt die Organe entlastet werden, die Entgiftung besser voranschreitet und dadurch man auch besseres Hautbild hat, allgemein besseres äußeres Erscheinungsbild, physisch besser drauf ist, motivierter, Glückshormone werden ausgestoßen, man kann auch klarer denken. Man spart sich sogar noch einiges an Geld, sage ich mal, wenn man jetzt an vielleicht an einem Tag nur Wasser trinkt oder für mehrere Wochen nur Tee oder ein Saftfasten macht mit Wildkräutern, die man ja sich kostenlos pflücken kann. Also dementsprechend spart man sich auch das Geld,
Viele bestellen sich zum Beispiel in Restaurants für sehr viel Geld oder gehen halt auch aus. Das ganze Geld spart man sich sozusagen ein. Des Weiteren kannst du auch damit viel leichter Glaubenssätze loslassen. Du verlierst überschüssiges Fett- oder Wasserablagerung und du hast halt auch einfach mehr Zeit für dich. Du kannst dich dann auch mit mehr Survival-Themen beschäftigen, Kampfkunst, Krafttraining, Malen, Musik oder was auch immer dir Spaß macht und gefällt. Du hast einfach viel mehr Zeit auch für zwischenmenschliche Beziehungen zum Beispiel. Why are you running? Why are you running? Das Wichtigste dabei ist, du musst wissen, was du tust. Ich kenne so viele Leute, auch in Gruppen und in Foren, die sich halt in die Rohkost reinstürzen oder in den Veganismus, sage ich mal, oder leben halt einfach vegan und haben dann sehr viele Probleme, Mangelerscheinungen, Entgiftung, verlieren viel zu schnell Gewicht und so weiter und so fort. Da gibt es eine große Palette, warum dann die Leute aufhören mit der Rohkost oder warum sie halt Schwierigkeiten haben. Und da musst du halt einfach wissen, was du tust. Von daher ist es halt auch sehr wichtig, was auch Arnold Ehrens in einem Buch beschrieben hat, such dir einen Coach, such dir jemanden, der Erfahrung hat damit, der dich begleiten kann, zum Beispiel beim Fasten oder bei der Umstellung auf Rohkost oder auf vegan, sage ich mal. Einfach Leute, die sich halt damit auskennen. Weil ich zum Beispiel habe das nicht gemacht, habe dann am Anfang ziemlich hart in die Kacke gegriffen, sage ich mal, und habe da auch meine Quittung bekommen. Und seitdem habe ich dann auch 10 bis 20 Bücher gelesen, habe mich in den Foren durchgelesen, habe mir auch dann Hilfe geholt und dass das halt da auf solide Beinen kommt. Und da kann ich dir auch wieder mein Angebot nur ans Herz legen. Ich biete Coachings an, Monatscoachings, Gruppencoachings, Einzelcoachings, auch individuelle Ernährungspläne, auch Kurse, 22-Tage-Challenge in die schleimfreie Heilkost, wo du da auch einen Einblick bekommst, aber auch hier eine eigene Telegram-Gruppe beispielsweise, wo wir, das eine Arbeitsgruppe ist, wo halt die Bücher zur Verfügung stellen, wo du mich auch die ganze Zeit fragen kannst, wo ich auch Rezepte habe, auch neuerdings auf meinem Blog habe ich schöne neue Rezepte. In der Telegram-Gruppe kannst du mich auch gerne anschreiben per E-Mail oder auch hier unter dem Video oder auf mich auf Telegram anschreiben oder per Monatsbeitrag auch mit dabei bist, wo wir dann an deiner Gesundheit arbeiten. Einfach such dir Leute, die halt da Erfahrung haben. Das ist das Wichtige und das ist natürlich auch frühzeitig, jetzt nicht mitten in der Krise, sondern rechtzeitig und frühzeitig vorbereiten, damit das auch alles super funktioniert. In den letzten 5 Jahren hat sich auch einiges bei meinem Körper getan. Zum Beispiel bin ich jetzt nicht mehr ganz so empfindlich gegenüber Kälte, was ja im Winter mit den hohen Energiepreisen auch sehr von Vorteil sein kann. Dann bezüglich der Hitze habe ich auch schon eine gute Toleranz aufgebaut. Das heißt, ich kann auch in meinem Folientunnel bei 30, 40 Grad im Sommer bin ich da auch mehrere Stunden drinnen und ich trinke da auch nichts. Das heißt, der Körper kühlt und wärmt sich viel besser. Faszinierend. Weil auch die Faszien durch mein Krafttraining viel besser durchblutet werden und mein Körper auch sich darauf konzentrieren und fokussieren kann. Und was auch sehr interessant ist, wenn ich Verletzungen habe, bildet sich ja viel weniger Eiter, ist nicht mehr ganz so geschwollen und das Blut von mir hat eine optimale Dicke. Das heißt, meine Wunden gerinnen in wenigen Minuten schon und das blutet auch nicht mehr so stark. Also wunderbare Vorteile, wie ich finde, genauso wie das, wenn ich einen Sonnenbrand habe, der mir erstens gar nicht mehr wehtut und nach einigen Tagen dieser auch sofort verschwindet. Von daher empfehle ich, machen wir es unseren Ahnen gleich. Die hatten auch nicht unseren heutigen Lebensstil mit der Überflutung von Nahrungsmitteln, wo du an jeder Ecke zu jeder Stunde so viel essen kannst, wie du möchtest, sondern dass die halt auch das hatten, was sie jetzt halt hatten. Wildkräuter, Beeren und sowas. Und wenn sie mal etwas nicht gefunden haben oder mal weniger essen mussten, dann war es halt alles so. Die sind halt auch nicht deswegen gestorben. Die hatten bestimmt auch schon längere Fastenzeiten. Religiös gibt es ja zum Beispiel bei den Muslimen so eine Art intermittierendes Fasten, sage ich mal. Also eine Fastenart, die ja religiös bedingt ist. Und das hatten wir auch in dem Christentum. Gibt es ja sowas auch. Also von daher tun wir es denen gleich und tun wir alte Traditionen aufleben. In diesem Sinne auch wieder eigene Werbung. Daumen nach oben geben, Kanal kostenlos abonnieren, kommentieren, das Video teilen für den Algorithmus, dass meine Videos weiter verbreitet werden. Danke schon mal dafür, schätze ich sehr. Wer mich und mein Projekt weiterhin unterstützen möchte, auch finanziell, damit ich unabhängig bin, schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei. PayPal, Patreon und der Bankverbindung ist dort. Könnt ihr da auch einsehen, könnt ihr mir da auch etwas Gutes zukommen lassen für meine Arbeit hier. Zusätzlich, wie gesagt, die Kurse auch in Sachen Permakultur, die ich dort anbiete. Und ich habe auch einige Sachen, zum Beispiel Saatgutliste oder auch etwas für euer Lager, Fermente, eingekochtes
und so weiter und so fort. Auch Salatpesto zum Beispiel. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.